Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen im Amazonas beim Spiel Green Hell. Jo, es regnet wieder Vollgas und wir hätten ein bisschen was noch zum Bauen. Und es ist schon eine Zeit her, dass ich gezockt habe. 22 Tage ungefähr. Und ich schau mal aus, Entschuldigung. Ja, gar nicht so schlecht. Und ich sehe gerade, wir haben einen Blutegel. Wahrscheinlich wieder irgendwo. Hä? Rüstung verbergen? Na! Gibt's jetzt endlich schon Rüstungen? Aha, da fällt mir noch was auf. Es gibt keine Punkte mehr, die Egel hier anzeigen. Das heißt, wir müssen uns wirklich selber drum kümmern, scheinbar. Mega! Ja, ich weiß, es hat jetzt einige Patches gegeben. Und dazu auch noch ein recht großes. Und ich bin begeistert. Super, jetzt können wir uns scheinbar endlich Rüstungen bauen. Das heißt, wir müssen gleich mal schauen, herstellen. Na, falsch, Büchlein. Tagebuch? Geht nicht? Hä? Jetzt auch. Da muss ich jetzt einiges getan haben. Bogenfalle. Wie cool ist denn das? Langer Stock, Seil, kleiner Stock. Die werden wir gleich mal aufbauen. Wenn ich selber reinlaufe, dann habe ich es halt gerichtet. Ja. Okay. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, wie es gehört. So, Balmherz, hatten wir das alles schon? Ich glaube schon, ne? Ja, genau, zum Essen war das. Genau. Die Schwammerl, noch mehr Schwammerl, noch mehr Schwammerl, noch mehr Schwammerl. Diese Frucht, die nicht so gut ist, weil es eine Blume ist, die unbekannte Frucht. Ja. Herstellen wäre interessant, genau. Fackel, vierzackiger Speer, Knochenaxt, Feuerdings, Knochenhaken, okay. Zum Heilen haben wir da noch irgendwas. Vergiftete Wunde. Wirkung, bla bla bla, Giftmengen, Verband, Kombination einer Pflanze mit bla bla und oder. Werden vom Körper natürlich abgebaut. Ja, kleine Giftmengen, ja. Aber wenn wir von einer Schlange gebissen werden, dann ist eigentlich schon zum Verrecken. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Warte, Tiere ausnehmen. War das auch schon? Keine Ahnung. Wichtig ist auch mal beim Bauen zu schauen, ob es hier was Neues gibt. Da schaut nichts aus. Trockengestell, Bambus-Trockengestell, Wasser, gibt es überhaupt nichts noch. Fallen hatten wir beim Haus. Na, auch nichts. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, wir brauchen hier noch ein bisschen Holz für unser Lager. Da. Und, ich dachte schon, es regnet schon wieder. Trinken tun wir auch gleich, freilich, warum nicht? So. Ein paar Schlückchen für uns. Das passt, glaube ich, schon mal. Wie schaut es mit Fleisch aus? Fleisch getrocknet. Ich glaube, das können wir mitnehmen, oder? Das nehmen wir mal mit als Reiseproviant. Da hätten wir ein rohes Fleischerl. Das tun wir dorthin. Gut, dass ich reinschaue. Ey, das wäre sonst vergammelt worden. Ja, ich sehe gerade Pfeile, ist auch schon wieder, sind wir auch schon wieder schlecht aufgestellt. Sehr schlecht aufgestellt. Können wir jetzt eigentlich mittlerweile schon mehr herstellen oder wieder nur einzeln? Das ist die Frage. Beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Werk,
hoppala, eine Werkbank geben könnte. Ich probiere mal was. Ob wir schon in Massen produzieren dürfen oder eher nicht. Na, geht noch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt noch weiterhin einzeln. So, ein Pfeil machen wir uns noch. Nein, ich will den kleinen Stock, bitte. Danke. So, und hier. Achso, wir haben keine Federn mehr. Oh, dass ich das mal erleben darf. Dass wir keine Federn haben. Sachen gibt's. Okidoki. Wir brauchen auf alle Fälle was tut denn da so schier? Wir brauchen auf alle Fälle Sachen zum Essen und so, die haben wir verknuspern. Das wollte ich eigentlich nicht nur sammeln, sondern auch essen. Weil jetzt muss ich mal schauen, ob die Batches mittlerweile schon so weit sind, dass man das jetzt auch schon trocknen darf. Warte mal ganz kurz, aber jetzt habe ich keinen Platz, glaube ich, ne? Um was zu trocknen. Ich könnte vielleicht braten. Na, würde eh nicht gehen. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, fressen wir das gleich weg, bevor es hin wird. Und gut ist. So. Gut, es regnet natürlich wieder. Ich wollte jetzt Steine klopfen. Und ich möchte auch einmal, ganz ehrlich gesagt, mal weiter in die Wildnis sogar. Ich würde mich gerne trauen. Obwohl uns wahrscheinlich diverse Schlangen etc. mit Freuden umbringen werden. Ein paar Fischis wären aber auch nicht schlecht, oder? So. Genau. Vielleicht können wir noch vorher ein paar Fischis fangen. Boah! Der Deichsel! Alter, hab ich mich jetzt geschreckt. Alter, jetzt fängt es da zum Knurren an. Du Saufich, du Schirches. Traut sich der übers Wasser? Weil dann sind wir erledigt. Kannst du dir was sicher? Kann ich mir sicher sein, wenn Katze Wasser mag? Ich bin sowieso hin. Was? Echt jetzt? Der ist hin? Das ging letztes Mal aber nicht. Oh, wie cool! Wir haben Jaguarfleisch bekommen, aber ich hätte schon gern. Wo ist denn das Viechchen? Weg. Ich hätte schon gern gehabt, dass man sein Fell auch haben darf. Alter, ich hab mir gerade gedacht, ich muss sterben. Ich hab mich jetzt gerade voll erschrocken. Wie geil! Wir haben endlich eine Überlebenschance. Endlich haben wir eine Überlebenschance. Das ist das erste Viech, das wir, das erste Raubtier quasi, was wir jetzt da hier erfolgreich, ja, umgebracht haben. Mua. So. Schön. Endlich haben wir mal eine Chance. Ich würde gerne die Feder und das Nest. Also muss ich halten. Na, ich will gern mal warten, ob hier eventuell wirklich Vöglein nisten und ob wir dann regelmäßig Eier bekommen würden. Das wäre fast besser. So. Alter, wie cool. Ich habe mir gerade voll in die Hose gemacht. Ihr wisst. Nicht wörtlich. Aber ich hatte jetzt doch Angst, muss ich sagen. Boah. Wie cool. Unser erstes Viech. Also wirklich den ersten Jaguar, den wir erlegt haben. Mega cool. So, ich möchte gerne. Was wollte ich jetzt? Bäume fällen, glaube ich, ne? Wir können nichts mehr tragen. Okay. Beziehungsweise wollte ich schauen, ob es noch lange Stöckchen gibt, weil wir brauchen da einige davon. Können wir eigentlich... Wie schaut es eigentlich aus
mit so großen Bäumen, wenn wir die fällen. Bringt das was? Bin jetzt deppert oder geht da jemand? Egal, ich bin deppert. Okay. Na gut. Wir rüsten unsere Axt aus. Und gehen einmal ein bisschen Holz schlägern. Hey cool, das heißt, wenn wir jetzt schon eine Chance gegen einen Jaguar haben, müssen wir ja eigentlich theoretisch auch eine Chance haben, bei diesen Ureinwohnern, oder? Theoretisch. In Klammer hoffentlich. Die Geräusche haben aber auch zugenommen, oder? Bin ich deppert? Naja, alles gut. So, zack. 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 Wie schaut's mit Energie aus? Geht noch. Vielleicht wären wir jetzt auch weniger müde. Also langsamer müde. Jawohl. Das dürfte auch einen Holzscheit geben. Genau. Den nehmen wir schon mal mit. Wir haben einen Haufen langes Stockelwerk. Die dürfen wir aber nicht mitnehmen, ne? Na, Sorte für Sorte, ne? Ja, klar. Unbekannter Pilz. Krabbe. So, das bringen wir jetzt mal zurück, in der Hoffnung, dass hier keine Ureinwohner sich breit gemacht haben. Boah, dachte ich, das ist eine Schlange, ey. Da war das wieder dieses Echsenviech. So, das schmeißen wir mal hier hin. Tada! Drumdi-bumpdi. La 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 la. Wir haben einen Jaguar gekillt. Tralala. Na, schmutziges Wasser will ich nicht trinken. Bin ich hier richtig? Ja. Ein langes Stocki. Ich würde gern mehrere lange Stöckis. Da liegt einer. Dann. Such, such. Such, such. Ich bin schon hier richtig, ne? Da müssten doch noch einige. Vielleicht sollte ich etwas langsamer mich im Kreis drehen. Das sollten aber schon noch welche sein. Vielleicht ist was ins Wasser gefallen. Nö. Hallo? Ah, hier ist einer. Tada! Und da ist auch einer. Tada! Und da müsste noch wo einer sein. Tada! Da ist, glaube ich, noch einer irgendwo. Tada! Geht noch? Was? Wir können nur 5 tragen? Gepfui. Der 6. wäre auch noch gegangen. Wir haben noch keine Blutegel am Bein. Das ist super. Was? Das hätten wir schon mal. Zack. Sehr gut. Der ist gerade wer. La 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 la. La 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 la. So, da hinten war jetzt, glaube ich, der eine Stock beim Baum. Das ist mir jetzt gerade aber wurscht, weil wir brauchen sowieso noch mehr. Immer fester drauf. Immer fester drauf. Unsere Knochenaxt ist auch bald erledigt. So. Halt. Ui, lecker Bananen. Mahlzeit. Nom, nom. Ich will die essen, bitte. Nom, nom, nom. Danke. So. Da hätten wir sogar noch 2 Stöckchen. 2 lange Stöckchen.
Das sind hier manchmal komische Geräusche. So, da ist, glaube ich, nichts mehr gescheit. Hier müssten noch zwei sein. Einmal. Und zweimal. Dann gehen wir einmal heim. So. Keine Ureinwohner hier, das gefällt mir. So, zack, zack, zack und zack. Und eins, zwei, drei und vier. Doing! Holzscheit, da haben wir schon zwei. Die werden wir gleich dahin schmeißen. So. Einmal. Oh, das war neben. Entschuldigung, ich dachte, das wäre was schon zum Trinken dran. Das war verkehrt. So, dann könnte... Aha, die Asche, die Kohle. So, dann brauchen wir hier wieder ein neues Feuerchen. Da-da-da, da-da-da. Dumm. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich noch... Da haben wir nur mehr Asche, ne? Wir haben keine trockenen Blätter. Ja, das ist... Das ist echt zum Aufregen, wollte ich sagen. Ich habe mir gerade eingebildet, dass ich hier wieder Ureinwohner singen höre. Das war wohl nichts. Wobei, ich möchte schon gern mal probieren, ob man so einen umhauen können. Wie schaut man aus, gesundheitmäßig? Ja, wird Zeit, dass wir eigentlich was essen, ne? Es wär auch nicht so schlecht, Fischchen zu fangen. Ich glaube, ich werde hier hängen bleiben. Ich werde hier nie mehr wegkommen. Fisch, Fisch, Fisch. Dieser Shit! Was? Oh, der Speer ist im Arsch. Okay. Der Speer ist hin. Der Speer ist hin. Oh je je, der Speer ist hin. Das heißt, wir brauchen einen langen Stock. Weil der Speer ist hin. Der Speer ist hin. Und dabei sammle ich immer schon die kleinen Stöcklein. Ah, da sind wir voll. So. Die essen wir auch gleich mal weg. Nom, nom, nom. Ach, jetzt dachte ich schon, das wäre so ein langer Stock, aber ist er gar nicht. Scheißlich. So. Haben wir hier zufällig... Ha? Haben wir hier zufällig noch einen liegen? Einen langen Stock? Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Doch, hier ist er. Ah, ah, ah. Haben wir ein Schwein. So, wir stellen her. Einmal das lange Stocki. Dann brauchen wir, glaube ich, Knochi. Und dann brauchen wir ein Seil. Und das da. Ein Knochenspeer. Tada. Super. Dann können wir schon wieder fischen. Ja. Wie Sie meinen. Da hatten wir aber auch schon irgendwo wieder so einen Rochen eigentlich, oder? Herumschwimmen gehabt. Der war cool gewesen. Aha, wir haben wieder, glaube ich, Blutegel am Haxen.
ist unglaublich, ne? Wenn die Bewegungen... Alter. Da wird er müde, ja, bevor ich da was fangen kann. Also Fische fangen ist echt schwer ohne Angel. Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt im Wasser stehen, sondern eher draußen, ob das besser ist. Na, nicht so wirklich. Wo zum Teufel habe ich denn die futtern wir auch mal. Irgendwo habe ich doch diesen Rochen gesehen. Oder auch nicht. Ah nein, großen Stein, den zahlen wir jetzt nicht heim. Der war weiter oben, glaube ich, ne? Der Rochen. Du. Ein gutes Fischi wäre halt echt nicht schlecht. Da ist er ja. So. Den nehmen wir mit. So. Geht ja. Aber das mit den Fischis ist, glaube ich, schwer geworden. Dass da der Zufall einer vorbeischwimmt, den wir dann erbeuten können, ist echt nicht so leicht. Und schlafen den müssen wir auch gleich. Ich wollte nur ein Fischi haben. Wo ist eigentlich der Rochen hin? Ich glaube, den habe ich fallen lassen. Kann das sein? Das wäre jetzt aber nicht schön. Der war hier irgendwo, glaube ich, ne? Oder? Habe ich den jetzt echt fallen lassen? Der ist nicht im Inventar. Ich dachte, der hätte Platz. Ja, das ist zum Weinen. Weg ist er. Ich bin ja nicht blöd. Der hätte eigentlich hier rein müssen, ne? In dieses Inventar. Theoretisch hier rein, aber naja. Das habe ich echt super gemacht. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich mal wieder einen habe. Und dann ist er futsch. Ja. Kannst laut sagen, echt. So ein Käse. Das ist jetzt echt ein Käse. Naja, egal. Was soll man machen? Futsch ist futsch. Da. Gehen wir mal zurück zu unserem Lager. Na, der ist echt weg. Jetzt habe ich echt gedacht, hey cool, den haben wir jetzt gefangen. Nee, nix da. Hä? So. Alter. Ich muss das Fleisch zum Trocknen aufhängen. Zack. Und geht sich hier noch was aus? Nein. Ist dafür irgendwas trocken geworden? Tatsächlich. Das ist auch trocken. Das ist auch trocken. Das auch. Noch was? Das ist auch trocken. Super. Und zack.
Alter, ne? Alter. Getroffen haben wir was. Wow! Interessant, ein Jaguar, verstehst du, denn mit einem guten Headshot ist der futsch. Ne? Aber da? Hm. Da geht nichts. Das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung. Egal. Gehen wir zurück. Vielleicht finden wir... Halt. Kokospalmen-Dingens. Oh. Ach komm, da wären es zwei gewesen. Egal. Egal. Ich würde sagen... Wir trinken da noch einen Schluckerl und legen uns dann einmal hin. Ah ja, da habe ich auch noch einen Haufen Holzscheitel, sehe ich gerade. Die werde ich gleich rübertragen, ne? Glaube ich. Noch schnell. So. Gut, wo es sich hingehört. So. Drrr. Wie so ein Presslufthammer, ne? Und es regnet schon wieder. Natürlich. Was sonst? Wir gehen aber mal pennen. Wobei zuerst... zuerst muss ich schauen. Wir sind hier, glaube ich, irgendwo voll mit... mit Blutegeln. Da sind sie schon. Zack. Zack. Na, geh weg. Ist schon besser? Ich glaube, es ist besser. Da ist er mit dem Haxen ist einmal nichts. Da ist auch nichts. Müsste passen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen und hoffen auf bessere Zeiten. So. Ja, bis 5:30 in der Früh, das passt schon ungefähr. Das ist gut. Ja, genau. Gut. Das nächste, was wir brauchen, ist unbedingt einmal wieder trockenes Laub. Das wäre überhaupt nicht schlecht. Und das Viech dort, das da die auch gerne mal wirklich war. Alter. Natürlich rennt er weg. Das war klar. Oh. Das ist halt echt schade. Ich habe halt wirklich geglaubt gehabt, dass... Ist er hin? Na. Ich, Depp, habe halt wirklich geglaubt gehabt, dass man mit dem Jaguarfell Rüstung oder so machen kann, ne? Ugh. So, die ist hin. Das nehmen wir mit. Wie geht's unserer Falle? Verdorben. Okay. Eine Spinne in der Spinne. Mhm. Auch nicht schlecht. Gezische immer, ich denke immer, das ist eine Schlange, ne?
Lalalala. Halt. Das ist mal nur Stöckchen. Haben wir hier was gefangen? Eine Kröte. Ah. Das ist ein Knochenkrieger. Ich könnte es echt probieren, ob ich den mit einem One-Shot umbringen kann. Wie schauen wir gesundheitlich aus? Mhm. Wasser ist ein bisschen wenig. Den werden wir jetzt dann echt mal probieren umzubringen. Dann hätten wir da vielleicht wieder ein bisschen Ruhe. Oder es verhält sich vielleicht so wie bei The Forest. Und wir haben die ganze Armee am Buckel. Boah. Also diese Pflanzen sind teils lästig. Ui, der ist sehr nah. Ich sollte den Part beenden. Weil der Part ist zu Ende. Die Zeit und so. Und im nächsten Part können wir probieren, den echt umzuhauen, ne? Das will ich schleich, komme ich da nicht rein. Nein, nein. Den nehmen wir auch mit. Klar. Nüsse. Da müsste noch eine sein. Hier, die essen wir weg. Quitsch, quitsch, quitsch. Jawohl. Okay, ihr Lieben, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.